Hi ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr vorbeischaut. An dieser Stelle nochmal danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier ein bisschen mit mir die Zeit verbringt und mir beim Schnacken zuhört. Es ist immer noch unfassbar. Und ich freue mich heute sehr, sehr, sehr doll auf dieses Video. Zum einen, weil wir einen kleinen Rückblick wagen auf das erste halbe Jahr des Jahres 2021. Was habe ich so gelesen? Was waren meine Highlights? Und ich bin selber total neugierig darauf, das mit euch so ein bisschen zu eruieren. Und natürlich, weil ich lange keine Texte mehr gedreht habe und die einfach liebe, weil wir ein bisschen plaudern können. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt aber die Einleitung zu lang mache, fangen wir direkt mit dem Tag an. Hier ist der Mid-Year-Book-Freakout-Tag. Übrigens vor einem etwas anderem Hintergrund. Ich weiß selber noch nicht, ob es mir gefällt. Wie gefällt es euch? Die Lichter sind im Hintergrund eigentlich ganz schön. Ich weiß aber nicht, ob das so ein bisschen stört, weil eigentlich sollte die Beleuchtung ja eher von vorne kommen. Aber ich habe gedacht, heute möchte ich es mir wirklich so richtig gemütlich machen. Und das liegt nicht nur an meinem neuen Bett, was eigens designt wurde von meinem Schatz, Guido Maria Kretschmer. Ich liebe ihn. Ich liebe Guido einfach. Also wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte für eine lange Teeparty oder einfach mal für so ein Date, das wäre Guido. Und damit hätte Marcel bestimmt auch keine Probleme. Der wird wahrscheinlich noch mitkommen wollen, weil er liebt Guido genauso sehr. Wir haben uns das Bett jetzt nicht explizit deshalb ausgesucht, mal so als kleinen Random Fact, sondern weil es meine Lieblingsfarbe hat. Zweitens, weil wir so viel Unglück hatten mit Betten. Wir haben jetzt sehr lange auf Lattenrosten am Boden geschlafen, was ich auch total okay fand. Aber irgendwann, man wird nicht jünger, merkt man doch, okay, das wackelt so ein bisschen. Vielleicht hätten wir uns eine Palette ganz drunter legen sollen, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Dann haben wir gesagt, komm, wir investieren jetzt ein bisschen Kohle. Was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt. Wir sind sehr zufrieden. So, jetzt aber genug geschnackt. Noch ein Stückchen Käffchen. Oder hier legen wir los. Und dann gehen wir los? Nein, wir bleiben hier und legen los. So, und wir fangen mal direkt an mit dem ersten Punkt. Und zwar nenne uns oder zeige uns das beste Buch aus dem ersten Halbjahr. Und da muss ich ein bisschen überlegen, weil ich wirklich das Glück habe, dass ich einige Highlights schon in diesem Jahr entdecken durfte. Ich möchte euch aber jetzt dieses Buch hier zeigen von Mareike Fallwickel, Dunkelgrün, fast schwarz. Und dieses Buch hier ist bestimmt nicht für jeden was. Es geht um toxische Beziehungen, es geht um menschliche Abgründe, es geht darum, erwachsen zu werden. Und wir begleiten hier einfach verschiedenste Menschen und Personen auf ihrem Lebensweg. Und ich persönlich habe noch nichts davor gelesen, zumindest kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, was mit toxischen Beziehungen zu tun hatte. Und vielleicht ist das so ein Thema für mich, was mich besonders reizt, habe ich gemerkt. Also ich habe es gerne gelesen, ich fand es faszinierend zu verfolgen, dass bestimmte Menschen einfach auch verschiedene Schattierungen haben, dass nicht alles schwarz-weiß ist. Und das hat mich gefesselt einfach. Selbst habe vielleicht liegt es auch daran, sehr viel in meinem Leben schon mit toxischen Beziehungen zu kämpfen gehabt, sei es in der Beziehung oder in der Freundschaft. Falls euch das Thema mal interessieren würde für eine Folge Damentee, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich kann aber auch total nachvollziehen, dass einige das lesen und denken, oh, ich möchte mich nicht so fühlen, mich interessiert es nicht. Und vielleicht belastet das auch viele beim Lesen. Also hier wäre schon auch eine Triggerwarnung auszusprechen bei dem Buch. Es geht hier auch um Gewalt, um körperliche Gewalt, um verschiedenste Themen, die einen belasten können auf jeden Fall. Es geht auch um Essstörungen unter anderem und ja, das sei vorab gesagt. Für mich war es trotzdem Highlight. Ich fand die Sprache schön, ich fand die Schrift, die Schreibweise ganz toll und ich war einfach von vorne bis hinten gefesselt und deshalb ist es ein Highlight für mich gewesen, ja. Ich muss euch aber noch ein Buch zeigen. Eigentlich müsste ich euch noch zwei zeigen. Ich habe mich jetzt aber mal auf das eine noch beschränkt. Aber es gab so drei, die waren schon ganz weit mit vorne. Und ich möchte euch hier noch von Scott Thomas Kilcreek zeigen. Das war nämlich das erste Highlight, was ich im Jahr 2021 entdeckt habe. Und es ist auch das erste Buch, was ich von Scott Thomas gelesen habe. Ist das eigentlich sein Debütroman? Es könnte sogar sein. Und ich bin einfach eine Freundin vom Grusel. Ich freue mich jetzt schon auf Halloween. Ich könnte jetzt schon in den Herbst steigen und einfach jeden Tag diese dunklere Jahreszeit zelebrieren. Ich liebe das und ich liebe auch Horrorfilme. Und Scott Thomas schafft es hier, mich in einen Horrorfilm hinein zu beamen quasi. Also wir erleben hier sehr viel klassische Horrorelemente, die ich aber einfach sehr gern mag. Es ist so, für diese klassische Horrorfans ist Scott Thomas einfach die Empfehlung von mir. Es geht hier um ein bestimmtes Haus, das verflucht ist. Und verschiedenste Schriftsteller möchten dort eine Nacht verbringen.
Und dann passieren ganz schnell, das mochte ich auch, dass es so rasant in die Geschichte ging, ganz schnell ominöse und mysteriöse Dinge. Was möchte ich natürlich nicht verraten. Der einzige kleine Kritikpunkt hier wäre vielleicht, dass wir uns nicht so lange im Haus befinden, wie das hier vielleicht erstmal den Anschein hat. Denn ja, das Haus ist hier mitten auf dem Cover. Es geht im Klappentext um dieses bestimmte Haus. Und da erwartet man schon ein bisschen längere Zeit in diesem Haus zu verbringen. Das passiert leider nicht. Nichtsdestotrotz war aber der Grauen und der Grusel so lange da, dass mir das nichts ausgemacht hat. Ja, Tom ist eine absolute Neuentdeckung für mich und ich habe schon den neuen Roman gelesen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu Violet. Es ist sehr gut, dass der Tag noch einige Punkte mehr beinhaltet, wo man nochmal auf andere Highlights zurückkommt, denn ich möchte einfach, ich merke das richtig, mir brennt auf der Zunge und unter den Fingern, euch einfach noch ein paar Highlights vorzustellen, die ich diesem Jahr wirklich sehr geliebt habe. Punkt 2, zeige mal die beste Fortsetzung des ersten Halbjahres und ich muss gestehen und ich merke es auch immer wieder, ich bin nicht so die Reihenleserin, aber ein Buch kann ich hier doch zeigen, und zwar von Serena Bowen, Was wir verbergen. Ich mag Serena Bowens New Adult Bücher oder Liebesromane einfach, weil sie so ein bisschen wegkommen von Bad Boy trifft Good Girl, das mag ich auch sehr gerne, aber es ist auch schön, mal was anderes zu lesen, einfach von Menschen oder auch von jungen Menschen zu lesen, die dieses Klischee nicht erfüllen. Und hierbei geht es um zwei Protagonisten, wie hießen sie denn nochmal? Genau, Scarlett und Bridger, und die treffen aufeinander und ja, die Anziehung ist sehr schnell da, sie verlieben sich ineinander, aber beide haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten und müssen damit umgehen und trauen sich erst nach und nach, sich dem anderen zu öffnen. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht und was dahinter steckt, auch das müsst ihr selber lesen. Mir hat's gut gefallen, ich fand aber den ersten Teil viel, viel besser, muss ich sagen. Da habe ich irgendwie mehr Spaß beim Lesen gehabt. Ich fand, das Knistern da hat mich irgendwie stärker mitgerissen. Aber es ist trotzdem ein wunderbares Buch und Serena Bowen schreibt einfach wunderbar. Drittens, auf welche Neuerscheinung freust du dich besonders, oder welche Neuerscheinung möchtest du gerne noch lesen aus dem ersten Halbjahr? Und das ist Stille Gefährten. Oh mein Gott, freue ich mich auf dieses Buch, aber ich werde es ganz gezielt im Herbst lesen, wenn es ein bisschen düster draußen ist, weil ich solche Spukgeschichten nur selten finde und ich habe so viel Gutes über dieses Buch gehört, das möchte ich mir auch aufheben. Ich bin nicht die klassische Jahreszeitenleserin, gar nicht, aber hier bei dem Werk, und glaub mir, es fällt mir schwer, möchte ich warten. Ich weiß nur, es geht um eine Nanny, es geht um ein Haus, in dem es spukt und mehr weiß ich gar nicht, aber ich habe so viele tolle Meinungen dazu gehört und ich meine, es sieht auch schon wunderschön aus und da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Und auf welche Neuerscheinungen freust du dich ja, im zweiten Halbjahr? Und das ist ganz klar von Simon Beckett, die neue Reihe, die beginnt. Die Verlorenen, es ist ein Thriller wieder. Und da mir die Simon Beckett-Reihe mit David Hunter auch so gut gefallen hat, erwarte ich hier einfach viel. Und ich werde es auch in unserem Buchclub lesen mit meinen Mädels und dann freue ich mich schon aufs Rätselraten. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich auch ein paar nennen könnte. Und das ist, nennen wir uns, das enttäuschendste Werk des ersten Halbjahres. Und ich hatte doch schon ein paar Flops tatsächlich. Ich nenne euch jetzt aber erstmal das erste Werk, was mich wirklich enttäuscht hat, und das ist Die Seelen der Nacht von Deborah Hawkins. Eine Reihe, die sonst sehr geliebt wird oder die auf jeden Fall auch viele Fans hat. Der Anfang war vielversprechend und hat mich sofort gecatcht. Es ging um Vampire, es ging um eine Hexe, die lange ihre Zauberkräfte ignoriert hat und dann auf ein geheimnisvolles Buch trifft. Doch irgendwie war der rote Faden nicht da. Es ging dann viel um eine Liebesgeschichte, die ich nicht gefühlt habe. Es waren viele ausschweifende Szenen dabei, die mich einfach auch nicht gecatcht, nicht gefesselt haben. Und deshalb war das einfach für mich ein Flop. Ja, auch wenn es teilweise wirklich spannende Elemente hatte und ich gar nicht abstreiten will, dass da auch viel Potenzial drin ist. Aber für mich persönlich war es einfach nichts. Ein weiteres Buch, was gut angefangen hat und dann leider immer mehr abgebaut hat, war Zimmer 103. Ich habe mir Spannung erwartet, ich habe hier viel Thrill erwartet und ich muss sagen, ich bin am Anfang positiv überrascht worden, denn ich habe wirklich gruselige Momente erlebt. Es ging so ein bisschen ins Mysteriöse und mit dem hatte ich zu Beginn nicht gerechnet. Und ihr wisst, ich bin ein Freund davon, ich liebe das, aber das wurde nicht gut umgesetzt. Das war mir zu plakativ. Es ist eine Geschichte, die auf zwei Zeitebenen erzählt wird. Es geht um eine Frau, die auf einmal verschwindet in den 80er Jahren und die Nichte verfolgt dann in der Gegenwart diesen Fall und möchte wissen, was mit ihrer Tante passiert ist. Aber vieles wiederholt sich auf den beiden Zeitebenen und dann tauchen auch noch zum Schluss irgendwie Personen auf, die für mich da keine Bedeutung hatten, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird hier irgendwas aus dem Hut gezogen. Ich muss sagen, die Auflösung an sich und was dann so den Höhepunkt darstellt, den fand ich gar nicht schlecht. Also als dann herausgekommen ist, was mit der Tante passiert ist. Ich persönlich wäre nicht darauf gekommen. Aber das Ganze drumherum,
war leider nichts. Vielleicht waren meine Erwartungen auch am Anfang zu hoch, was den Grusel betrifft, weil das hat sich dann ganz schnell verabschiedet und ja, schade. Und jetzt zeige uns das überraschendste Buch des ersten Halbjahres. Und jetzt zeige ich euch ein Werk, von dem mir schon aus bewusst war, dass ich es wahrscheinlich mögen werde, weil es von einer Schriftstellerin ist, die ich auch vor kurzem für mich entdeckt habe. Ich rede von Daphne du Maurier. Aber dass das so ein Sog hat, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Es war auch ein Highlight für mich im ersten Halbjahr, des ersten Halbjahres. Achtung, jetzt kommt wirklich ein bizarres Cover. Ich möchte vorab warnen, dass es, ich finde es schon wieder cool, ne? Ich finde es schon wieder so schräg und ulkig. Das müsste ich eigentlich einrahmen. Ich finde es herrlich. Und was hat mich an Rebecca so fasziniert? Es geht um einen Jungen, der bei seinem Onkel groß wird, auf einem alten Gut. Es spielt in England, was mich natürlich schon immer reizt. Wenn wir dann so viel von der Landschaft Englands erfahren, es ist oft düster, es regnet viel. Ich liebe das. Und natürlich geht es hier aber auch um viel mehr als nur um die schöne Landschaft. Und der Junge wächst bei seinem Onkel, wie gesagt, auf. Er verliebt sich und stirbt eines Tages tragisch. Dann kommt die neue Frau aufs Gut und Rebecca. Also es ist Rebecca. Und Rebecca scheint ein Geheimnis zu haben. Was ist damals mit dem Onkel passiert? Und ist Rebecca so unschuldig, wie sie tut? Und dann beginnt irgendwie ein Katz-und-Maus-Spiel und ein Wirbel der Ereignisse, dass man sich selber als Leser fragt, wem kann ich hier trauen? Wer erzählt hier gerade die Wahrheit? Und das ist genau das, was mir viel Freude beim Lesen bereitet, was mir Spaß macht beim Lesen. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Also es war wirklich viel Spannung drin. Ich fand den Film leider nicht so gut. Das bringt das Gefühl für mich nicht so rüber, was ich beim Lesen hatte. Ich weiß aber, dass Mike und Ramona, mit denen ich übrigens das tolle Buch hier lesen durfte, vielen Dank. Ich werde mal alle Kanäle, mit denen ich gelesen habe, auch mal unten verlinken natürlich, entschuldigt. Und die fanden den Film toll. Mich hat es gar nicht so gecatcht. Nee, ich fand es beim Lesen viel, viel aufregender. Ein Klassiker, der auf jeden Fall Spaß macht, der auf jeden Fall, finde ich, auch viel Modernes in sich hat und der einfach toll war. Ja, liebster neuer Autor, liebste neue Autorin, ganz klar Mareike Fallwickel. Ich möchte weiteres von ihr lesen. Das hat mich neugierig gemacht. Ich fand die Thematik war mal was ganz anderes und hat mich wirklich positiv überrascht. Ja, auch weil ich viel Schlechtes vorher gehört habe. Die einen lieben es, wie gesagt, ich glaube, die einen hassen es. Und ganz klar, ich werde jedes Buch von Scott Thomas lesen. Jedes. Weil das einfach meine Horrorleidenschaft befriedigt, weil das einfach meine Liebe zum Horror irgendwie trifft und zum Gruseln. Ja. Da bin ich Neuester sehr froh Book drum. Boyfriend oder neuestes Girlfriend. Und ich habe mich jetzt für einen Bookfriend entschieden, Book Boyfriend. Und das ist hier in dieser Geschichte Nick. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte von David Nichols, den ich sehr, sehr liebe. Er hat unter anderem geschrieben Zwei an einem Tag, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und diese Geschichte hier ist sehr still. Es passiert nicht viel. Wir begleiten Nick einfach beim Erwachsenwerden. Er verliebt sich das erste Mal und wie es eigentlich ist, mit den Problemen zu Hause fertig zu werden, wie man sich als junger Mann fühlt und das Ganze hatte für mich hier einen total schönen Vibe und ich mochte Nick, weil Nick nicht der klassische Schönling war, nicht der klassische Intellektuelle, er war so ein Durchschnittstyp, der aber viel Sinn für Humor hatte und Nick hat mich unwahrscheinlich erheitert und aufgemuntert und ich habe Nick einfach sehr gern begleitet. Tolles Werk. Ich habe es mit Tanja von Miss Drunken Sherry Bücherstapel gelesen. Und Tanja, ich würde gerne nochmal mit dir lesen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Es ist ein Buch, was halt nicht so viel Spannung erbringt, weil es einfach vom Leben erzählt. Und genau das kann David Nichols aber. David Nichols trifft so ins Schwarze für mich, was so die kleinen Wunder des Alltäglichen betrifft. Und das hat er ganz toll in Szene gesetzt und ganz toll formuliert. Und ach, tolles Buch. Entschuldigt bitte, es ist kein Schweiß, ich habe einfach noch nasse Haare. Aber bei dem Wetter föhne ich mir die Haare nicht vorher. Nächster Punkt, zeige ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Und ich bin eine Leserin, die knattert wirklich gerne mal. Ne? Die ist dann, also ich bin dann sehr nah am Wasser gebaut, oft, besonders wenn es um Themen geht wie Tod und Verlust, aber auch um Liebe. Und ein Buch, bei dem ich sehr viel weinen musste, war Alles Stille auf einmal. Es geht hier um einen kleinen Jungen, der einen Amoklauf an seiner Schule überlebt und der aber dann weiter zu Hause so viel Schreckliches erlebt und von seinen Eltern wirklich vernachlässigt wird, alleingelassen wird mit den traumatischen Erlebnissen. Und da sind einfach Szenen drin,
gerade bei Kindern, die mir sehr, sehr ans Herz gegangen sind. Ja. Des Weiteren ist, glaube ich, Nina George einfach eine Schriftstellerin für mich, bei der ich, glaube ich, garantiert immer weinen werde, weil sie sehr viel Melancholie in ihre Bücher packt, aber auch sehr viel Liebe zum Leben. Und das habe ich auch hier in der Mondspielerin wiedergefunden. Es geht um eine Frau, die einen Mordversuch, einen Selbstmordversuch begeht, weil sie nicht mehr glücklich ist und weil sie jegliche Hoffnung auf Glück aufgegeben hat. Doch sie wird gerettet und findet sich auf einmal in einem kleinen Dörfchen wieder. In Paris, glaube ich. Ach, in Frankreich. Genau. Und nicht Paris, entschuldigt. Und dort passieren ganz wunderbare Dinge. Es war zwischendurch schon ein bisschen zu Klischee besetzt. Es hatte schon teilweise was so von der Seifenoper. Man muss es mögen. Man muss auch diesen inhaltsschwangeren Schreibstil mögen von Nina George. Aber es trifft einfach meinen Nerv. Und ich habe es mit der lieben Eva gelesen von Herz auf der Zunge. Und es ist einfach ein Buch für uns gewesen. Wir mögen es beide, wenn es viel Gefühl mitbringt, wenn man darüber auch sprechen kann. Und es war ganz, ganz toll. Und gerade zum Ende hin hat es mich nochmal richtig erwischt. Und es war auch eine Szene, in der es um Tod und Neuanfang ging. Und das sind so meine Sachen, die berühren mich ganz arg. Der nächste Punkt ist, ein Buch, das dich glücklich gemacht hat, ganz klar, muss ich gar nicht lange überlegen, Mr. Parnassos Heim für magisch begabte Kinder. Ein Fantasy-Buch, was mein Herz berührt hat, weil dort so viele wunderbare Charaktere zu finden sind, die so viel Charme haben, so viel Witz. Es ist ein absolutes Wohlfühlbuch, was mich zu Tränen gerührt hat, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und es war einfach eine ganz, ganz tolle Reise. Es geht um ein Heim für magisch begabte Kinder und wir fahren dort mit Linus hin, der dort nach dem Rechten gucken soll und dann auf etwas stößt, womit er, glaube ich, gar nicht gerechnet hat. Und tolles Buch. Habt ihr bestimmt auch schon viel drüber gehört, aber besonders hier auf BookTube, ne? Und das würde auch direkt passen zu dem Buch mit dem schönsten Cover, was in diesem Jahr bei dir eingezogen ist. Gehört das auf jeden Fall mit dazu. Ich finde es ganz toll. Es spiegelt die Geschichte gut wider und den Ort, an dem wir uns befinden. Ich mag die Farbauswahl, aber auch ganz klar das hier. Das trifft auch meinen Kern, ne? So dieses viktorianische, dieses Haus, was darauf abgebildet ist auch, was schon so ein bisschen Grusel hat. Es ist so edel mit dem Goldschnitt. Gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschnackt. Bei Takes kann es immer ein bisschen eskalieren mit mir. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was war für euch ein überraschendes Highlight. Also vielleicht auch eine Neuentdeckung, was Autoren oder Autorinnen betrifft. Würde mich total interessieren, ihr Lieben. Und vielleicht kaufe ich mir das danach, wenn ihr mir da eine Autorin oder einen Autor empfehlt oder halt ein überraschendes Highlight von euch. Ja, lasst euch gut geht, ihr Lieben. Entschuldigt, da hatte ich gerade Schluck auf. Und wenn ihr Lust habt, gerne bis zum nächsten Video. Meine Upload-Tage sind in der Regel Mittwoch oder Sonntag. Wenn es gut läuft, kommen 2 Videos. Wenn nicht, meistens am Sonntag. Schaut da gerne mal vorbei. 8 Uhr morgens geht's los, wer Lust und Zeit hat. Und vielen, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Bleibt bunt, ihr Lieben.